Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Dungeons 3. Hier bin ich wieder in meiner schwersten Mission, die ich ja je in dem Spiel jetzt erlebt habe. Ja, warum soll auch der letzte Kampf einfach sein? Aber das ist schon wirklich bock schwer. In höllisch möchte ich da gar nicht wissen, wie das ist. Ja gut, vielleicht ich habe da als gediegener Spieler so ein bisschen vielleicht auch Fehler drin in meiner Sache. Aber ja, ich spiele jetzt mal weiter. Ich habe jetzt sogar noch das Labor hier gebaut, mal dieses, ja, wo man halt diese magischen Kisten hier bauen kann. Und ich habe es jetzt doch nochmal ohne Tricksen groß geschafft hier. Ich habe es jetzt nochmal geladen an einer vorherigen Stelle. Hab da nochmal ein bisschen was gemacht und habe da sogar noch ein paar Leute gefunden. Jetzt haben wir 13 von 5 Helden hier. Zahltag. Niemals wird das Böse hier triumphieren. Die Göttin ist auf meiner Seite. Ja. Widerlicher Abschaum. Halt doch die Klappe. So, da habe ich schon durch. Da bin ich schon durchgefräst, sozusagen. Die Frage ist jetzt... Hier gibt es ja keine direkte Verbindung. Und das da, das war eh Quatsch hier. Da ist... Ja, die sind da ja ins Feuer gerannt, das war das Blöde. Das hätte man die wahrscheinlich auch noch bekommen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ach komm schon, jetzt muss da dann nicht nochmal Feinde kommen, ne? So, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt hauen wir die erstmal da rein, dass die hier Mana erstellen. Jetzt machen wir das wirklich mal mit Magie. Ups, das war nicht geplant. Das heißt... Ah, ups, nein. Meteorschauer. So, haben wir alle Feuer. Rumpeli, wumpeli, wumpeli. Gut, und ein kurzes Tentakel zum... Ja, zum bisschen beschäftigen, aber mehr auch nicht. Ja, nur dass die so ein bisschen hier... Aber jetzt verteilen die sich schon wieder zu groß, das ist blöd. Ja. Dann hau ich halt erstmal auf die drauf. Die Priesterin, die kriegt man auch noch klein. Das ist jetzt nicht so tragisch. Also ich weiß echt nicht, warum. Warum das Tentakel, warum er die, das so eine lange Abkühlzeit hat. Das ist für mich eigentlich Quatsch, ja. Also ich verstehe es halt nicht. Warum's? Oh, da fallen schon welche. Perfekt, ja, da kannst du nicht gegenhalten. So, und wenn ich halt jetzt hier ständig hier Mana generieren lasse, so kann ich dann halt auch öfters zaubern. Das ist natürlich super. Und das ist halt jetzt der Weg, wo ich jetzt so ein bisschen herausgefunden habe, wo gut für mich ein bisschen gut läuft. Ich will es nicht überloben, aber ihr seht es ja, das läuft einigermaßen gut. Ah, jetzt haben wir noch zwei Zauberer und diese Priesterin. Ja. Einmal hau ich noch drauf und... Oder vielleicht auch mehr mach. Tun die jetzt noch... Ne, die erzeugen wieder kein Mana gerade. Ja, aber die Hohepriesterin ist gleich kaputt. Na gut, die Monster machen halt auch mal was anderes, ne? Wie immer hier Mana erzeugen. Da blums, umgekippt. Dann wird gleich abgeschleppt hier. Ja, das sieht also richtig danach aus, ne? So. Wo sind die Mana-Produzenten? Tod allem Guten. Macht mir noch ein bisschen mehr Mana. So, was haben wir da für Büchle? Rüstungsbonus normal. Ich weiß gar nicht, wem ich das jetzt geben soll. Hier, komm. Kriegt der Held hier noch ein bisschen mehr. Der ist schon hartnäckig, aber ja, immerhin. So, warum wird hier jetzt nicht so produziert, wie ich das gerne hätte? Was haben die alle Besseres zu tun hier? Weiß ich echt jetzt gerade nicht. Wo sind jetzt die Feinde? Ich sehe die gerade nicht. Jetzt doof. Hä? Wo sind die jetzt? Ah, da.
Die hat man jetzt irgendwie nicht gesehen. Jetzt wird wieder Mana generiert, also das heißt, wir können nochmal zaubern. Also diese Magier, die sind halt wirklich schon hartnäckig. Na gut, nee, die wird mir jetzt angreifen. So, mit Frostnova bitte. Und wahrscheinlich kommen jetzt gleich die nächsten rein, wenn ich dann raus möchte, ne? Das ist das Problem immer. Mein Portal lebt noch sogar. Weil das könnten wir ja eigentlich benutzen. Da müssen wir nicht hier... So. Ihr wünscht? Ihr wünscht, wir spielen, heißt es, ne? Ich weiß jetzt ja nicht, was für ein Buch da noch umgefahren war. Da will ich jetzt halt nicht... Mehrere Portale standen kurz davor, sich zu öffnen. Okay. Das defensive Böse schluckte kurz und machte sich für den Angriff bereit. Ja, schluckte kurz. Und, ja. Toll. Tolle Wurst. Sind auch schon wieder Gegner da. Ja, diese, ich hasse halt sowas, wo sie mit dem Countdown immer jedes Mal im Countdown kommt. Zauber. Dann hauen wir da nochmal einen Zauber drauf. Sind jetzt wieder Erzmagier dabei, dann hasse ich euch hier. Ja, die kommen halt immer kurz bevor die Portale aufgehen. Ich hasse das. Es ist Zahltag. Ja, zahlender Tag wieder mal. Gute Helden von Valhalla, hört auf mein Kommando und vernichtet alles Andersartige. Halte du die Klappe und vernichte niemand Andersartiges. So, da haben wir ein Portal, da können wir gleich lassen. Moment, da müssen wir noch ein bisschen aufstocken. Boah, jetzt fängt es ordentlich an zu ruckeln. Es sind halt viel zu viele, zu starke Kräfte hier am Werk. Würde ich jetzt mal so sagen. Währenddessen können wir den Ogre freischalten, erforschen. Und den auch kaufen. Was? Free? Falsche. Mann. Ne, dann machen wir. Dann machen wir erstmal hier die Portale platt, bevor da was rauskommt. So, Kreaturen, zack, Ogre. Das nächste Portal wäre hier. Sonst wird das brutal. Was? Silver, Wale, wie heißt da jemand? Ich habe irgendwie gerade zu Silvester gelesen. Ich weiß auch nicht warum, aber ja. So, und das machen wir auch noch schnell. Bevor da noch mehr rauskommt, wie jetzt schon. Das verwegene Böse hatte mit den Portalen im Untergrund kurzen Prozess gemacht, wie man es von einem Superschurken gewohnt war. So. Und die haben wir jetzt noch zu Klump auf jeden Fall. Und da müssen wir uns eh wieder so langsam ein bisschen regenerieren. Ja, eine Banshee ist schon umgekippt. Der Speicher mitten im Kampf. Ja, naja, das ist auch um 20 Minuten, glaube ich, immer. Da haben wir alles. Dann würde ich nämlich die Leute nochmal hier reinschmeißen zum Mana generieren. Und die würde ich jetzt nochmal mit einem Zauber hier beglücken. Könnte mal ein bisschen langsamer laufen. Es wäre viel netter hier, da hätte ich ein bisschen mehr Zeit. Na gut, Mana wird jetzt gerade wieder keins generiert. Ich... wird schon merken, dass wir dann wieder, wenn wir rausgehen, zu wenig Mana haben. Aber ich muss die hier so dezimieren, weil sonst kommen wir nie wieder raus. Es ist immer, dann sind die alle so angeschlagen, meine Leute, und das ist dann halt auch blöd, ne? Das ist dann auch immer blöd. Ach, eine Zauberkiste haben wir gerade wieder. Okay. So, die Priesterin ist schon mal platt hier. Die Priesterin von der Insel, aber die hohe Priesterin haben wir noch, okay.
Die wird gleich eine tiefe Priesterin. Na, noch nicht ganz. Die Bärre brennt natürlich nicht zu Tode, aber ja. Gut, dass sie sich nicht selber heilen kann. Aber da 1900 haut die erstmal Heilung drauf, ja. Hör auf zu heilen, das bringt euch nichts. Veteran ist auch jetzt hier, jetzt sind es nur noch 4, okay. Na, einmal kann ich noch werfen und dann habe ich wieder kein Mana. Na doch, ich hätte noch für einmal, aber das lohnt nicht. Und Frostnova. Talia, du Verräterin! Ich werde deine Seele läutern und dich den reinigenden Flammen übergeben. Das hatten wir schon, Herr Thanos. Sind in den Dungeon eingedrungen. Ach, hast die. Mann. Erst die platt gemacht und jetzt schon wieder neue. Ne, jetzt brauchen wir unbedingt mal Mana wieder. So, was ist denn hier? Ach, die Schatten, ja gut. Oh. Naja, ach, die Kanone hat noch ein bisschen hier. Ja. Ja, die sind ganz schön heftig, die Kanonen tatsächlich, wenn die so ein hohes Level haben. Muss man schon sagen. Ja, aber naja. Wenn sie jetzt natürlich hier, ja, dann ist die nicht lang beständig. So, was haben wir hier noch? Ach, für den eine. Dann Meisterschütze haben wir, Thronwächter. Der Schnuck zählt hier nicht dabei. Aber wir haben ja auch wieder einen Priester dabei oder sowas. Ah, ja, komm, wir machen erstmal hier, weil da sehe ich jemanden eher aus dem Latschen kippen. So. Was haben wir? Was haben wir? Schwert, Ton und Hohepriesterin. Ja, wenn ihr euch da jetzt natürlich, ja, ihr könnt ja ruhig stehen bleiben. Ja, fast hätte ich sie nicht mehr getroffen, ne? So, jetzt hat man. Ach, jetzt. Ich muss jetzt, ja. Wieder auf die draufhauen. Ups. Ups. Ja, das ist so ruckelig dann hier. Ich hab keine Ahnung, wo Talia jetzt hier einen Frostblitz auslässt. Hier, ach, da hinten ist sie. Also, Tombstone ist auch schon so ziemlich unten. So, wer streikt denn hier? Ja, da kann der doch gleich Geld mitnehmen. Es ist Zahltag. Ja, passt doch, es ist Zahltag, ja. So, der Genügsame, ja. Hängt der hier fest oder was? Oder warum? Kein Schlafplatz. Oh. Oh. Ja, das Problem ist, weil die hier alle gebaut haben, wie sie gewollt haben hier. Warte mal, da müssen wir mal was. Das ist ja total bescheuert. Und die sind auch mittendrin. Das müssen wir mal komplett neu einteilen lassen hier. Könnte, ja, jetzt hat das große Ding da, jetzt gucken wir mal, ob der Platz reicht. Ja, jetzt schaut es besser aus. Es ist das Problem, dass das nicht automatisch dann sich neu setzt hier. Das ist aber leider so, ne? So, jetzt hat er. Ja, und jetzt bündelt er hier wieder seine Kraft gerade und bis wir wieder zum Treffer kommen. Dann ist wieder keine Zeit. Das ist das Problem, ne? Also das ist so eine kurze Zeitspanne eigentlich, wo ich da was machen kann, eigentlich bloß. So, jetzt müssen wir mal aber hier die Karte angucken. Also wenn man hier... Wenn man hier rausgeht, müssen wir das Ding hier erstmal löschen. Dann kommen wir hier rum. Kommen hier runter. Das, da haben wir die Helden geholt hier. Und hier weiß ich gar nicht, ob wir da jetzt durchkommen oder ob das schon wieder gesperrt ist. Aber sonst wird man ja hier gar nicht im runterkommen. Das ist ja totaler Quatsch dann. Ja. So, ja gut, ein bisschen Mana generieren wir zumindest. Warum ist denn der so... Also der müsste sich mal heilen, ja, naja.
Tombstone. Was soll denn? Ja, beeilt euch mal ein bisschen hier. Deswegen kann der sich nicht regenerieren. Ja, deswegen ist der mir auch schon mal aus dem Latschen gekippt, wo ich gedacht habe, der ist ein Untoter. Der wird auch normalerweise so wieder belebt. Oh, wir haben so einen Haufen hier. Ogre nochmal hier. Das braucht man, die Arena baue ich nicht. Das ist nur eine Goldverschwenderquelle hier eigentlich. So, eigentlich können wir noch ein paar. Jetzt geht mir das Gold aus. So, jetzt kann er sich da schlafen legen, aber naja, gut. Das ist jetzt natürlich doof. Wenn der sich jetzt hier schnarchen legen lässt, muss ja. Ja, ich würde ihn ja da lassen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Hm, ja. Und es sind wieder Feinde da. Schön, wirklich schön. Jetzt macht wieder keiner Mana. Na, wie war denn das? Konnte man hier nicht über diesen magischen Dings hier? Nee, da kann er nur 4, aber das ist immer noch manuell. Ah, jetzt will wieder jemand Mana generieren, okay. Oder nicht? Doch. Müsste halt mal hier alle. Ne, es lohnt eigentlich nicht. Jetzt sind die alle einsammeln, oder? Doch. Ja, die gehen schon freiwillig. Ja, essen oder Mana produzieren? Ja, was jetzt, ne? Na, besser mal erstmal Mana produzieren. Aber wir greifen die jetzt an, ohne dass wir da vorher hier Magie draufhauen. Sonst kommen wir da nie auf den grünen Zweig. Okay, jetzt ist die Succubus kaputt gegangen, okay. Das geht halt immer irgendwas kaputt, das ist das Problem. So, haben wir es jetzt. Dankeschön. So, und jetzt will ich es nochmal probieren, dass wir noch mehr Mana kriegen. Weil ich weiß, wenn ich nach die Oberwelt gehe und dann will ich nach ein Portal und dann, ja, Edge, wir haben keinen Mana mehr. Weil dann wieder durch die ganze Wiederbelebungsgeschichte des Mana verbraten worden ist. Ja. Ich sage ja, jetzt haben wir bloß noch 4 Minuten. Das lohnt echt nicht mehr, dann wieder rauszugehen. Und wir werden nie schlagfertig dann. Also wir können nie einen Schlag ausholen. Großartig. Das ist das Problem. So, das reicht jetzt mit Mana. Der Rest muss jetzt so laufen. Ich weiß, das sind einige, die nicht vollgeladen sind. So, wir brauchen jetzt erstmal Talia. Was kann ich tun? Du kannst hier hinlaufen. Du kannst das Feuer ausblasen. Genau, ihr könnt da mal von oben da wieder runterballern. Ach, haben wir die jetzt getriggert oder wie jetzt? Haha, weggeblasen. Es ist Zahltag. Zahltag. Wir haben kein Gold jetzt im Moment. Ach, wollte nicht weiter da stehen bleiben. So, dann einmal hier gemeinsam Leute keinen Alleingang machen. Das ist nicht gut. Ach, das Feuer ist glaube ich auch weg hier jetzt, ne? Kann ich die nicht von hier behaken? Ne, geht leider nicht. Eh wieder abgehauen. Ich glaube, wir machen dann mal, bevor das hier wieder ein Problem wird, machen wir hier mal ein Portal hin. Weggeblasen.
Dann macht man das Ding hier auf. Die können wir vielleicht noch ein bisschen entmachten hier. Eine Minute noch. Und den Ort können wir schnell noch einnehmen. Ja, einer, wenn kommt, der wird halt Blei weggeblasen, ne? Das ist ganz einfach. So, okay. Dann würde ich sagen... Talia, du Verräterin! Ich werde deine Seele läutern und dich den reinigenden Flammen übergeben! Ich soll noch mal hier gucken. Der Priesterin, hat sie sich hier verirrt? Nee, hat sie nicht. Was passiert? Wahrscheinlich Kanonentor. Mehrere Portale standen kurz davor, sich zu öffnen. Das defensive Böse schluckte kurz und machte sich für den Angriff bereit. Ja, die Skelette, die sind natürlich wieder platt. Die halten eh nicht viel aus und Zombies auch nicht. Das ist eigentlich mehr oder weniger Kanonenfutter. So, mehrere Portale. Ja, und die Feinde kommen natürlich auch. Das ist Absicht, dass die jedes Mal dann kommen, bevor die Portale aufgehen, oder? Also, ich weiß ja nicht. So, vielleicht haben wir ja ein bisschen Dusel, dass zufällig, wo jetzt gerade Monster von uns sind, dass die dann da ein Portal haben. Gut, das kommt aus einem Portal. Meistens kommt ja immer gleich eine Horde raus hier, ne? Aber, ja. Eine Heldentruppe, wenn man so will. Also, bei denen sind es ja keine Horden. Warum nur ein Portal nach Valhalla öffnen, wenn ich gleich mehrere nutzen kann? Finde ich gar nicht witzig. So, wo haben wir denn? Ah, da haben wir eins. Ja, mach das mal kalt. Und dann machen wir das hier. Hier. Und ach, das andere ist da, okay. Wow, da kommt wieder eine Kolonne an. Müssen wir die Kolonne jetzt mal angucken? Das verwegene Böse hatte mit den Portalen im Untergrund kurzen Prozess gemacht, wie man es von einem Superschurken gewohnt war. Danke, danke für die Lorbeeren. So. Ja, wir müssen das wieder. Das sind jetzt nämlich. Die haben. Das ist die eine Truppe, die reinkam und ja, wenn wir das wieder angucken, was da wieder los so kommt hier, ne? Das ist so brutal wieder. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen stärkeren Angriffszauber gibt wie den hier jetzt. Also wie der Meteorsturm. Müsste ich mal gucken. Ja, könnt euch ruhig so ein bisschen konzentrieren. Da plus zwei Priesterinnen, das gefällt mir gar nicht, wenn die dann aufeinander hocken, weil die sich gegenseitig durchheilen können. Ja, jetzt wisst ihr nicht mehr, wer zu wem gehört oder was. Ah, ich kann die immer so ein bisschen wieder zusammenrucken, da lang hier Mana generiert wird. Das ist super. Ich weiß gar nicht, ob von denen schon was aus den Latschen gekippt ist. Das sind nämlich doch noch ziemlich viele da hier. Und halt einen Haufen Magier. Das ist Gift für uns auch. Es ist Zahltag. Totales Gift hier, so viele Magier. So, jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir leider angreifen.
Da haben wir alle. Ja, manchmal da bin ich ein bisschen verwirrt, weil da ja auch Feinde sozusagen bei uns sind. Also die wir ja wieder, wo wir praktisch für uns gewonnen haben. Ja, nehmt euch hier das Gold mit. Wir haben kaum Gold hier jetzt mehr liegen. So, macht mal wieder Mana, bitte. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Also, ich weiß echt nicht, ich komme hier nicht vom Fleck, Leute. Ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen schon witzlos hier, ne? Dass ich tatsächlich hier nie auf den grünen Nenner komme. Und wenn ich wieder hingucke, ja, wieder dicke Magier, zwei Magier, echt, nee, doch nicht, okay. Ich habe gedacht, zwei Hohepriesterinnen. Nee, also, das ist schon, ach, die wollen Leute befreien, okay. Wollt ihr gar nicht auf mein Herz drauf, das wäre auch mal was Neues. Oh, das ist echt hier. Ja. Ja gut, das hilft alles nichts. Wir machen das jetzt mal. Ups. Ach Mann. Wird zu nah an dem Portal-Dings da. Ich glaube, es ist wesentlich besser, wenn man die Leute weiter hinten absetzt. Weil die dann eben nicht den Stun-Effekt haben, wenn man ja die abwirft. Weil ich habe ja immer das Problem, dass meine Leute immer erstmal gestunt sind, wenn ich die runterwerf. Ja, schau, jetzt haben wir wieder nur 9 Minuten. Das sind, glaube ich, 15 oder so viele Minuten und ja. 6000 Geld haben wir gerade, okay. Da haben wir eine Goldader. Ja, man könnte vielleicht hier das komplett als Schatzkammer alles hier ausbauen. Was jetzt noch nicht Schatzkammer ist, ne? Ach so, ja, die zerren ja wieder die gleichen weg. Vielleicht mir noch. Oh, das habe ich noch gar nicht ausgebaut. Das habe ich noch gar nicht ausgebaut als Schatzkammer hier. So. Naja, da kann wieder viel hier kaputt gehen von denen. Generiere jetzt mal wieder Dings. Warnammer. Haben wir irgendwelche Verluste gehabt? Ne, tatsächlich nicht. Also nicht, wo wir hier jetzt wiederbeleben müssen. Wir haben 4 Kisten für magische. Und wir machen mal wieder einen Ausmarsch, aber schnell. Ich wusste, ihr würdet mich brauchen. Ja, wir brauchen dich. So. Ja, diese Fläschle, die sind toll und schön, aber ja, das ist halt einfach. Wem gebe ich die oder wen manövriere ich da dann hin? Jetzt müssen wir mal gucken, hier irgendwo war hier eine Kanone. Da ist eine Kanone, ja. Müssen aus der Reichweite der Kanone erstmal laufen. Der Zombie ist ersetzbar, das ist egal. Ach, da sind wir schon in den nächsten Gegner reingelaufen, okay. Ja, das bringt uns gar nichts hier, das Räumler hier. So Leute, jetzt gemeinsam auf den blöden Turm drauf. Haltet zusammen, Männer Rohans!
Ich meine Männer des Glaubens. Wir werden zusammen gegen das Böse bestehen. Für das Gute. So, die sind jetzt hier durchs Portal, aber ich weiß ja nicht, welches Portal hier immer für wo zählt. Ja, auf jeden Fall haben wir wieder Besuch im Dungeon. Was ich gar nicht toll finde. Das finde ich nicht gut. Ein Pferd. Das hat aber einen dicken Schweif. Macht sie kalt. Ah, es ist noch keiner umgekippt. Das wundert mich so ein bisschen. So, kommt her. Kommt her. Genau, stürmt hier mal her. Und die Priester bzw. Novizen hier halt allein lassen, das ist natürlich blöd, ne? Sollen wir mal hinten lassen. So. Ja, die schicken uns auch keine Verstärkung mehr hier dann durchs Portal. Los, ihr Würmer! Kämpft für mich im Namen des Guten! Und sterb für die Göttin. Aber ich habe Frau und Kinder. Du wagst es zu widersprechen? Das wirst du büßen. Möge dich das Feuer der Göttin reinigen. Das schlaue Böse stoppte die Feuerwand von Thanos durch einen gezielten Steinschlag. Ha, brillante Arbeit. Was? Das darf nicht sein. Dann hole ich eben noch eine Feuerwand, die diese Verräter zerschmelzen wird. Hahaha. So, wir müssen sofort zurück. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Ja. Leute, ins Portal. Hallo. Danke. Mensch. Na gut, das Herz habe ich aufgewertet. Ich habe so ziemlich alle Forschung fast jetzt gemacht, außer den Fallen. Und die Tüftelhöhle habe ich auch nicht gebaut. Ja, ich sehe einfach da keinen Sinn drin. Das, ja, die Fallen machen schon was, aber trotzdem. Bonus für kritische Treffer. Ich mache jetzt einfach mal hier zack. Ah, jetzt habe ich den. Ach so. Ja. Das mitleidlose Böse lächelte, als einige aufmüpfige Helden von Thanos geröstet wurden. Hier könnte es sich später vielleicht ein paar Marshmallows erhitzen. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich sind die einen jetzt hier. Naja, ist egal. Oh. Und unser Portal ist kaputt. Mist. Das hat super geklappt. Ja, das hat wirklich super geklappt. Was ist denn das? Ach, da hinten ist noch ein Buch. Naja, toll. Das liegt da gut. So, und jetzt geht es eigentlich bloß noch um Thanos. Was haben wir denn hier noch? Die stehen hier noch rum. Kommt man da hin? Da. Ja, jetzt geht es tatsächlich nur noch um Thanos eigentlich. So, gleich. Wir haben alle bösen Orte erobert. Ah, die machen mal hier von sich aus hier Mana. Das finde ich löblich. Guckt euch das an. Das ist doch bestimmt hier ein Fehler. Die haben das ganze Bier hier in die Ecke geknallt. Also, ich weiß ja nicht, ne? 567 Bier. Also irgendwo ist da ein Bug drin. Also sorry, also so viel würde der Raum hier nicht schaffen normalerweise. Also ich habe nichts gemacht, tatsächlich nicht. Also. So, Schatten. Ich habe mir überlegt, ob man nicht hier so ein Autodefibrillator mit Dingsbums da bauen hier. Es lebt, belebt selbstständig Horde oder konvertierte Helden. Ja, das ist nämlich. Was ist hier in die Ecke? Kann man das eigentlich. Ah,
Ja, ich brauche das ja gar nicht abreißen. Ich kann das eigentlich sozusagen wie upgraden. Ich habe ja das sonst immer gelöscht. Ja, das wusste ich jetzt natürlich nicht. Hä? Was ist denn hier los? Ach, da kommen auch noch Helden. Warte mal, können wir die eigentlich von hier aus schon mal behaken? In wenigen Augenblicken würden sich gleich mehrere Portale nach Valhalla öffnen. Ja. Das sorglose Böse war geringfügig beunruhigt. Okay, das ist also dann das Portal hier. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, das, ich habe euch ja erwartet. Ich habe euch schon gesehen. Wenn ich dann natürlich hier irgendwie, ja, man kann halt hier außerhalb, also vom Dungeon, keine Verteidigung hinstellen. Sonst wäre das ja auch kein Thema, ne? Da kriege ich euch hier mal eins. Ja. So, und jetzt wird es auch gleich. Ich sehe den Zähler jetzt gerade nicht. Jetzt wird es auch gleich wieder Portale hageln. Viel zu weit auseinandergezogen. Gute Helden von Valhalla, hört auf mein Kommando und vernichtet alles Andersartige. Hört nicht auf dein Kommando, der labert nur Quatsch. So, Doppelportal kaputt. Oder auch nicht. So, das ist platt. Ja, da in die Ecke haben sie es gepfercht. Boah, das ist so ruckelig jetzt hier. Warum laufen die eigentlich falsch? Das verwegene Böse hatte mit den Portalen im Untergrund kurzen Prozess gemacht, wie man es von einem Superschurken gewohnt war. Die laufen in die verkehrte Richtung. Da bin ich mit zufrieden, Leute. So, ihr könnt aber noch Mana erzeugen, dann können wir die nämlich kalt machen. Das ist ja echt lustig, warum laufen die in die falsche Richtung? Ich habe doch keinen weiteren Gang aufgemacht. Ach, die wollen Gold holen? Da seid ihr blöd. Ich kann euch jetzt hier behaken, wenn ihr Gold wollt. Also, ist doch echt wahr. Weil die sind echt blöd, ne? Soll mir recht sein, natürlich, ne? So, jetzt haben wir zu wenig Mana. So, und unsere Forschungspunkte steigen die Decke durch. War nicht noch. Achso, wir müssten ja immer Kreaturen kaufen dann. Nicht nur hier holen. Jetzt kann man auch die Unendlich-Dinger nochmal, wenn es wäre. Jetzt müssten wir eigentlich alles soweit so. Also. Was man so halt nützlich braucht, ja, da kann man noch stapeln. Aber sonst habe ich hier ziemlich alles erforscht. Pfeilhagel. Komplex Gehirnwäsche, naja, Mana-Bombe. Liste. Ach so. Ja, das ist nichts Gescheites, ja. Nee. So. Ist echt lustig hier. Hilfe! So, mach die mal kalt hier. Ja, und die anderen laufen echt dahin, um... Hast du die jetzt wieder alle voll geheilt? Ja, dann komm. Noch einmal Eismagie. Talia, du Verräterin! Ich werde deine Seele läutern und in den reinigenden Flammen übergeben.
Eine Naga ist mal wieder draufgegangen. Wo ich euch hintrage, tiefer ins Dungeon. So, ist die schon weg, die Naga? Die wird wahrscheinlich schon abtransportiert. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Feinde! Naja, das ist ja nichts Neues. Feinde, Freunde, Feinde. Ja. Ich klopfe von hinten an mit meinen Leuten. Atalia ist in guter Position, oder? Ja, die mit 11, mit Level 11 natürlich. Deswegen konnte ich da jetzt schöne Frostnova draufhauen. Der Rams. So, wir müssen wieder ein bisschen Mana machen, das ist wichtig. Auch wenn es nervt, aber es muss sein. Ich kann die doch auch wegbringen. Hallo. Hör mal auf damit, danke. Du bist mir viel zu lahmarschig. So, zack. Naja. Das wird jetzt automatisch hier gemacht. Das ist schön. Ich weiß nicht, was es sonst noch so für Automatik-Dinger gibt hier. Ich muss so durchgucken. Wie ist da? Das Ding hat es nicht. Zahltag. Zahltag. Da gibt es noch was. Schneiderlinge muss nicht mehr repariert werden, kann ohne Pause produzieren. Aber naja, gut, das ist. Wir haben eh einen Haufen Kisten. Und ich glaube, hier kann man auch eine Autobrauerei machen. Selbstbrauer. Aber 500 Bier, naja, wobei das wird doch relativ schnell hier weggebraucht sein. So. Dann braucht er auch kein Schnörderling dran. Was haben wir hier noch? Es soll Senkung normal. Naja. Die kriegen, glaube ich, sowieso kein Sold hier, die Helden. Kritischer Treffer episch. Hier. Nee. So, das wollte ich. Boah, das Gehühnergegaggere, das nervt ja, ey. Das ist echt nervig. So, wie viel Zeit? 8, ja, seht ihr? Gut, nee, es lohnt eigentlich nicht mehr, da noch einen Ausmarsch zu machen. Es gibt auch eine Tastenkombination. Ich weiß gar nicht, wie waren das? Steuerung und F2? Nee. War der Alt F2? Nö. Ist egal, da hat das Spiel meistens pausiert, habe ich zumindest gesehen. So. Ja, genau. Steuerung F2 kann man auch machen, um jetzt hier das Spiel zu pausieren, ohne dass ich ins Pause-Menü rein muss. Aber ja, das nur mal da, dass ihr das jetzt wisst. Gut, ich sage jetzt einfach mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es natürlich wieder beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch Like und Kommentar da. Und vielleicht das ein oder andere Abo. Ich würde mich freuen, oder? Ich sage tschüss, bis dann, euer Lego.